Wir analysieren zuerst das Federpendel punkto Energie. Zuerst verrichten wir eine Arbeit W, um diese Kugel mit Masse m aus der Ruhelage x gleich 0 des Federpendels zur Anfangsposition groß A zu bringen. Die verrichtete Arbeit ist dann in diesem Moment t gleich 0 als Pannenergie E Index S in der Kugel gespeichert. Die Rückstellkraft, die diese Masse zurück nach oben zieht, verwandelt diese Pannenergie mit in Bewegungsenergie E Index K. Und zwar so, dass in jedem Augenblick t gilt, die Spannenergie im Moment t plus die Bewegungsenergie im Moment t ist gleich zur gesamten Energie, das heißt zu der am Anfang verrichteten Arbeit. Bei x gleich 0, das heißt da, ist die kinetische Energie maximal und die Spannenergie gleich 0. Anschließend verwandelt diese maximale kinetische Energie sich mit in Spannenergie, so dass die gesamte Energie erhalten bleibt und so weiter. Oben haben wir die maximale Spannenergie, aber dafür die minimale kinetische Energie, die da gleich 0 ist. Dasselbe gilt ganz unten. In der Mitte ist es genau andersrum. Da ist die Spannenergie gleich 0 und die kinetische Energie maximal. Bei diesem Versuch sehen wir von Reibungen ab. Um eine Masse m an einem Federpendel auf eine Position x zu bringen, so, muss man eine Kraft F anwenden, so dass diese Kraft F gleich ist zu einer konstanten Zahl k mal diese Position x. Hier müssen wir also diese Kraft F anwenden, die proportional zum Positionsvektor x ist. Schauen wir das in der Zeichnung nach. Diese Kraft F ist proportional zum Positionsvektor x. F gleich k mal x, das ist das Gesetz von Hooke, in dem diese Zahl k die Federkonstante ist, die die Härte des Federpendels angibt. Je stärker die Feder ist, desto größer ist diese Zahl k. Wir wenden eine gewisse Kraft F an, um diese Masse zu einer gewissen Position zu ziehen und zu halten. Die Rückstellkraft F Index R, die wird dieser Kraft F in jedem Augenblick entgegengesetzt und verleiht der Kugel eine Beschleunigung, die genauso gerichtet ist wie diese Rückstellkraft, also so. Und demzufolge gilt, diese Rückstellkraft ist gleich zur Masse mal Beschleunigung, das ist das Grundgesetz der Dynamik, und gleichzeitig ist diese Rückstellkraft gleich zu minus k mal x, das ist das Gesetz von Hooke. Dieses Minus kommt daher, weil diese Rückstellkraft, diese grüne Kraft, dieser Kraft F genau entgegenwirkt. So. Und demzufolge gilt, dass m mal a minus k mal x sein muss. Also ist a minus k auf m mal x. x ist eine Funktion der Zeit und die Beschleunigung a
Das ist die zweite Ableitung dieser Funktion x, also so. So erhalten wir eine Gleichung, deren Unbekannte diese Funktion x ist. Die Position x ist ja eine Funktion der Zeit. Indem wir zu dieser Gleichung, die man Differentialgleichung nennt, noch diese Anfangsbedingung berücksichtigt, das heißt, dass x im Moment t gleich 0 ist gleich zur Amplitude a, indem man diese beiden Sachen berücksichtigt, finden die Mathematiker heraus, dass die Lösung dieser Differentialgleichung x von t so geschrieben werden kann, dass x von t ist also gleich zur Amplitude a mal Cosinus von der Quadratwurzel von k auf m mal t. Und wenn wir diese Quadratwurzel Omega nennen, dann finden wir heraus, dass x von t a mal Cosinus von Omega mal t sein muss. Die Auflösung dieser Differentialgleichung sprengt den Rahmen von diesem Physikunterricht, aber wen es interessiert, ich habe diese Gleichung gelöst und das in meinem Tutorial Differentialgleichungen 012. Übrigens, in dieser Auflösung habe ich diese Quadratwurzel sofort Omega genannt. Auf jeden Fall finden wir hier, dass diese Lösung a mal Cosinus von Omega t ist, woraus wir also schließen, dass diese Schwingung harmonisch ist und in einer harmonischen Schwingung ist diese Zahl Omega immer gleich zu 2π geteilt durch die Schwingungsperiode. Also wissen wir, dass die Quadratwurzel von k auf m, das ist ja Omega, gleich ist zu 2π auf t, woraus wir schließen, dass die Schwingungsperiode gleich ist zu 2π mal die Quadratwurzel von m auf k. Das nennt man die Formel vom Federpendel. Halten wir diese Formel hier fest und halten wir auch fest, dass die Lösung der Differentialgleichung so geschrieben werden kann. Wir wissen also, dass x von t a mal Cosinus von Omega mal t ist. Wir wissen aber auch, dass die Geschwindigkeit die Ableitung von der Position gegenüber der Zeit ist. Also, um die Geschwindigkeitsfunktion im Laufe der Zeit herauszufinden, reicht es, diese Positionsfunktion x von t gegenüber der Variablen t abzuleiten. A ist eine multiplikative Konstante und fliegt aus der Ableitung raus. Das hier ist eine Kettenfunktion. Die Ableitung von Cosinus von Omega t ist also Omega mal die Ableitung von Cosinus, das heißt minus Sinus, ausgedrückt mit Omega t. So finden wir also, dass die Geschwindigkeit im Laufe der Zeit so ausgedrückt wird, minus a mal Omega mal Sinus von Omega t. Und wenn wir diese Geschwindigkeitsfunktion ableiten gegenüber der Zeit, dann finden wir die Beschleunigungsfunktion. Also, um a von t herauszufinden, brauchen wir nur dieses Produkt abzuleiten. Minus a mal Omega ist eine multiplikative Konstante und fliegt aus der Ableitung raus. Dann brauchen wir nur noch diese Kettenfunktion Sinus von Omega mal t abzuleiten und die Ableitung von Sinus von Omega mal t, das ist Omega mal Cosinus von Omega t. Somit finden wir als Beschleunigungsfunktion im Laufe der Zeit minus a mal Omega Quadrat mal Cosinus von Omega t.